Wetz hatte einen herrlich verrückten Saxophonisten, den Ralf. Und der ist nicht greifbar. Und das ist anregend, ihn zu hören und darüber nachzudenken, was ist von der Musik dieses Saxophonisten zu übertragen in dieses Projekt von dir. Und trotzdem bleibt es eigen und trotzdem ist es von dir gewünscht, dass jeder so ist, wie er ist. Und das finde ich cool. Jedes Projekt ist eine Herausforderung oder auch nicht. Es macht mir total viel Spaß und das fordert. Es gibt viele Musiker, die Tom Waits gecovert haben, viele berühmte. Der Anlass für dieses Projekt ist ja, darüber nachzudenken, was machen wir mit unserer Musik und machen mit Tom Waits. Und es geht nicht darum, eine 120. Variante eines Coversongs zu spielen, sondern deine Musik zu spielen, die geprägt ist auch durch diesen Musiker und zu sehen, was da künstlerisch passiert.